So, San. Jetzt kommen wir zum Sans Lieblingsessen. Einer meiner Lieblingsessen. Kokoya. Genau. Und hier irgendwo haben wir mitten auf der Straße gegessen, San. Und der hat am besten geschmeckt. Wirklich. Besser als Side? Okay, ich muss aber ehrlich sagen, an Cedar erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Ne? Das ist auch schon 8-9 Jahre bestimmt her, oder? Ja. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, als wir es gegessen haben. Wir brauchen mehr Kokodetsch in Deutschland. Definitiv. Ja, aber es schmeckt. Guck mal, S-Klasse. Mich würde ja mal wirklich interessieren, wie viele Millionen Menschen hier in Istanbul auf beiden Flughäfen und per Autos so einreisen. Das muss ja eine Menge sein. Weil egal wo du bist, Menschenmasse. Wir sind hier beim Lieblingsplan von Zahn. Mietje, also es sind Miesmuscheln, die sind gefüllt mit Reis. Da machst du ordentlich Zitrone drauf und dann isst du die. Aber es ist schon, es ist eine Hammer-Vieharbeit, oder? So, Mehmet, ich reich mal weiter. Hier, Freunde, er gibt ihn hier Kokoretsch, Alter, bis zum Umfallen hier. Komm mal her. Ja. Komm, ich zeige ihn mal hier. Ne? So macht er den Kokoretsch hier fertig. Alle wachen. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Merhaba. Ama diri olsun bizimkiler ya. Tamam. So. Da gibt er ihn hier, da gibt er ihn hier, ne? Alter Schwede, ist das Ding voll hier. Und San geht? Kann man essen? Bam. Wer? Ich habe einen probiert. Ja? Nö, alles gut. Jesenia, ja, lass doch mal Barre auch essen. Jesenia, ja? Nee, ich will nicht. Ich kenne das ja schon. So, wollen wir mal gucken hier, Gala. Hey. Tamam. Tamam, teşekkürler. So, wollen wir gucken. Ja? Merhaba. So wird das zubereitet hier, frisch an Holzkohle. Die Gewürze. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim, yanımda bana yapar mısın? Hier Muscheln mit Kokodetsch in Verbindung. Beste Kombination, einfach nur lecker, lecker, lecker. Aber so essen wir den Kokodetsch nicht gerne, so wie er da gerade klein hat, na? Da habe ich es aufs Bild. So essen wir das nicht gerne. Wir essen das gerne knusprig oder nicht mehr mit, ne? Diesen mit, nur Stücke. Immer diese größeren Stückchen, Tomate, schön, schön knusprig, ohne viel Schnickschack, Gewürze rauf und fertig ist. Genau so ist es. Ich habe meinen schon bekommen, das Brot ist richtig knusprig. Deins auch, San? Und deine welche? San, ist deins auch so knusprig wie mein? Natürlich. Ah, du hast ein halbes genommen, ich habe nur so ein kleines genommen. Ihr wisst ja, ich liebe Kokoretsch, ich kann das jeden Tag essen. Deswegen rinn in die hohle Birne. Jetzt müssen wir hier irgendwie mal von der Straße weg. So. Mmh. Besser als da? Dein letzter? Also eigentlich sind die sehr berühmt, Gala. Das muss wirklich anders schmecken. Oh, aber hier. Das Stück, guck mal hier, wenn du schon drauf guckst. Schön knusprig. Also. Lecker, ne? Also ich muss sagen, der andere war auch lecker, aber hier schmeckt das Brot auf jeden Fall besser. Ja, ich merke das schon, das Brot ist richtig. Das macht schon sehr viel aus, ne? Ja. Aus die Stücke, knusprig. Hier. Ja. Richtig knusprig. Wer hat noch? Nur Barei. Wasser schmeckt gut. So, ich habe in Istanbul noch keinen Ursaft getrunken. Den brauche ich jetzt. Ja, aber hier ist so Ursaft. So, stimmt. Das Ding nehme ich Ursaft. Guck, zeig den Laden. Hallo, guck mal, wie der Laden heißt. Ah, Mehmet. Hallo, Achso. Hier, da. Ja. Aber ist doch kalt? Zug, Mama. Achso, ihr habt kalt auch drin. Hier. Okay, Also ich nehme ein O-Saft. Oh, hier guck mal, Mango-Ananas. Oh, das kann ich noch gar nicht. Hey. Also die kann ich doch nicht. Stopp mal, ganz kurz. Ich bin hier in dieses Land gekommen, um ein Elmar-Limonade zu trinken. Ich habe bis jetzt nicht einmal die getrunken.
Ja, ich glaube dieses, wie heißt von das? Dambla. Von Dambla, das gibt es viel in Messen. Ui, du auch? Zahn, ich liebe diese hier. Das blaue? Oh nee, dieses Melone, Erdbeer, dann gibt es Ananas. Ich liebe es. Oh, ich will dich hier. Ja, dann nimm jetzt. Apfel, aber... Hat er, kannst du mir das rausnehmen irgendwie? Komm, jetzt mal. Komm, ich mach an. So, alle Mann haben Durst. Ich gehe von aus, der Laden wird ein bisschen geben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja? Aber der ist kalt. Egal, wir gucken gleich, wie viel er gibt. Und Bietze ist auch am Start. Wir gehen jetzt zu Fuß darüber auf die andere Seite, da steht unser Auto. Ja, und dann werdet ihr weitersehen. Wir haben noch viel vor heute, weil morgen reist Sun schon ab. Wenn wir Sun zum Flughafen gebracht haben, fahren wir auch zurück nach Messen. Wie viel hast du bezahlt? 3,25 für 9 Getränke, ne? Glaub ja, 9 Oster, frisch gepresst, selber gepresst. Ist okay. Also sag ich mal, 1 Euro vielleicht für den Oster. Weiß jetzt nicht genau, wie... 30 Zelle. Ja, sind so ungefähr. So 1,10 Euro, aber frisch gepresst. Frisch gepresst, ne? Ich liebe es. Und in Messen liebe ich Erdbeeren. Messen am Bazar. Also ich finde das hier geil, dass wir Rollstühle haben. Weißt du das? Musst du nicht da oben, ne? Nein, aber tolle Ecke, tolle Atmosphäre, oder? Nee, guck das mal. Das zeige ich gleich. Eine Palme, eine riesen Palme. Guck mal, wo wir lang gehen. Einfach direkt am Wasser. Hammer, ne? Ja, zu der anderen Seite. Da oben fährt auch eine Bahn. Du kannst natürlich auch mit der Bahn rüberfahren. Also wirklich toll, ja. Es wackelt. Also, das ist doch mal ein geiler Spaziergang. So. Zahn, du machst deine Zähne damit kaputt, du Spinner, ey. Ich krieg's nicht hin. Ja. Normal krieg ich das hin. Ja, aber sollte man auch nicht machen. Dazu hat man ein Feuerzeug. Das ist richtig schön einfach so. Da oben ist der Fernsehturm, da waren wir schon mal. Da haben, das könnt ihr auch in irgendeinem Video sehen, auf dem Fernsehturm. Auf EMA waren wir auch. Über uns fährt die Bahn. Neben uns. Ja, aber über uns. Ne? Es ist ja über uns. Auf jeden Fall, die endet aber auch da vorne, wo wir geparkt haben. Oh, hier gibt's Streit. Nicht gut. Jagma. Der arme Mann. Meinst du, die machen Show? Meinst du? Und was haben die dann davon? Aber was haben die dann davon, wenn die Show machen, sowas? Heute sind wir auch gut spazieren gegangen. Da unten haben wir angefangen. Wir sind da über die Brücke, dann einmal quer durch Immenünne. Und jetzt sind wir gleich wieder hier. Oh, Heiratsantrag oder Heiratsfoto oder irgendwas. Junge, nicht heiraten. Sag nein. Er hat schon ja gesagt, das ist ein Fotoshooting. Junge, sag nein. Das ist ein Fotoshooting. Ja, das ist echt für Fotos. Ja, also Mehmet sagt gerade die ganze Zeit, die sollen nicht heiraten. Ja, Schatz, jetzt habe ich die Erklärung. Nein, die Yacht ist zu klein. Jetzt hat er die Erklärung. Die Yacht ist zu klein. Was soll das hier? So ein kleines Mini-Boot. Die Alte kann doch nicht mehr drauf gehen. Oh, sie braucht das ja auch nur für Fotos. Na, die hört mich noch nicht mal bestimmt. Ja? Doch, die hört dich schon. Oh, jetzt wird aber richtig Pose gemacht hier. Allah, Allah, haram. Oh, San, die sind verheiratet. Ich hätte so ein Boot genommen. Da passen mehr rein. Ja, aber das ist ja nicht romantisch. Geschafft, jahrelang. Jetzt ist der Barisch. Ja, endlich. 1000 Euro. Wir haben es geschafft. Keine Ahnung, wie viele Kilometer wir gegangen. Oh, das ist nochmal ein schöner Hund hier. So, ab ins Saure, Alter, los. Wir können nicht mehr. Ein Tock. Das erste Mal auf der Straße. Hier, der Blaue. Da steht doch TV als Messer. Der Blaue da. Könnt ihr den sehen?
erste Mal sehe ich sowas auf der Straße hier. Allah, Allah. Ah, ist schon weg. Genau, Elektroauto aus der Türkei. Ja, ein Talk. Ah, wir stecken wieder im Stau, Alter. Wie immer, egal ob Wochenende, Sonntag, Samstag, hier ist immer Stau. Immer Stau. Ach, Schatz, Walla, ich kann nicht mehr, Schatz, oder? Kannst du noch? Ich bin voll kaputt. Ja, dieser Stau, das nervt mich einfach in Istanbul. Heute habe ich gedacht, ja, wir haben vielleicht Glück, ne? Aber ey, genau ja, gleiche. Laut Schwiegerin ist das Wochenende eigentlich. Aber nicht so voll, ne? Also wir wollen bowlen gehen. Da haben wir gesagt, komm, wir haben ein bisschen Hunger, aber auch nicht so viel Hunger, ne? Ja, dann wieso isst du dann nichts? Ich hab nur Fisch gegessen. Ja, und warum isst du nichts? Weiß ich nicht, weil ich etwas Süßes esse. Ja, okay, dann ist es so. Also wir essen hier eine Suppe, ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ne? Irgendwie einen kleinen Appetit. San, was hast du dir Schönes bestellt? Guck doch. Das ist ja mal was ganz anderes. Was ist denn das? Gia. Aber kein, wie heißt das, nicht... Nicht, nicht am Spieß, das Langtier, also geschnittene Scheiben, so wie Döner. Ja. Ja. Also, besser als? Schmeckt gleich, aber sehr lecker. Okay, lass mich auch mal ein. Probieren. Nur ein kleines Stück. Ah, das ist aber, glaube ich, in der Pfanne gebraten. Das ist aber derbe lecker. Mal dieses Stück Brot. Ja. Waller lecker, ne? Ich glaube, habe ich letztes Mal auch hier gegessen. Waller lecker. Hier. Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich hier gefrühstückt habe. Das ist direkt da an der Autobahn. Da haben wir gegessen, ne? Am offenen Fenster. Ja. Lass es dir schmecken, Sam. Danke. Mhm. Ja. Die beiden Mädels haben eine Linsensuppe. Gellepacha. Gellepacha hatten wir schon gesagt. Öner. Der habt ihr es ja schon mitbekommen. Sein Teller, ihr dürft dreimal raten. Nein, ihr dürft nur einmal raten. Köfte. Egal wo wir sind, der Typ bestellt Köfte. Und er sagt, das schmeckt richtig geil. Aber wie kann man immer Köfte essen? Keine Ahnung, aber Köfte ist hier. Der mag Köfte. Egal wo wir sind. Ja, aber dreimal am Tag, würde ich auch nicht essen. Er wollte im Fischladen Köfte haben. Ja, hat er wirklich genommen. Am ersten hat er auch Köfte gegessen. Ja, ja. Aber, das ist das erste Mal, dass Baray Kellepatsche ist. Ja, ja. Ist doch an mir. Ja. Gut. Gut, Baray, gut. Oder nicht gut? Ja, so? Oder so. Okay, ja. Hat er auch gut gemacht. A4 Deutsch. So, ganz vergessen, ich habe mir nichts bestellt. Ich habe mir was Süßes bestellt. Es schmeckt richtig gut, weil das ist nicht in Sirup. Und ich mag das nicht, wenn das so in Sirup getrunken ist. Ja, ist ja auch direkt neben der Autobahn. Ja. Also auf jeden Fall, dieser Laden hier war... Okay. Ja, genau. Also Sun Science hat gut geschmeckt, das war es aber dann auch. Und Köfte hat garantiert geschmeckt. Ist okay, oder? Ja. Voll laut hier. Was haben wir davor? Nissan GT-R aus der Schweiz. Hey, auch eine geile Karre, guck mal. Aber ist schon hart, Sun, dass einer mit Nissan GT-R in die Türkei zum Urlaub kommt. Wenn ich die Sportwahl habe, ich mache das auch. Wallah, ja, ey. Also Muri, wenn du dieses Video siehst, wir sind mit einem Lambo demnächst in Istanbul. Auf jeden Fall, Digi, ne? Wir lassen uns nicht lumpen. Wenn der mit dem GTR kommt, dann schaffen wir mit dem Lambo Socker. Also, wer Bock auf Lambo-Trip hat, schreibt in die Kommis. Und bei Muri. Das ist so eine Spielhölle. Achso, da ist Bowling mit drin. Ja, okay, dann ne? Können wir uns mal vielleicht eine Ecke nehmen. Ja, ist auch frei. Ah, komm. Hoffentlich muss man keine Schuhe anziehen wie in Deutschland. Nein, wir können die Originalschuhe behalten. Geil. Denke, das ist ein Boxautomat für mich, oder? Also, wenn ich dagegen schlage, glaube ich, mache ich das Ding kaputt. Sun möchte gerne da auf die rote Achterbahn. Aber niemand will mit mir fahren. Aber kein Mensch will mit ihm. So. Ist doch gar nicht schlimm, ich verstehe es nicht. Ja, aber es ist Looping. Looping ist Looping. Ich sehe da kein Looping bis jetzt. Die geht da nur hoch. Keine Ahnung, so die Jungs schauen drauf.
Aber komm, soll ich dir mal zeigen, was überschlagen ist? Soll ich dir mal zeigen, was schlagen ist? Okay. Komm, was zeigt er zeigt mal. Also 2-8 ist Highscore. Er will unbedingt zeigen. Okay. Okay, Allah. Okay. Oh! Guck mal her. Warte, guck mal, was der drückt. Ich hab den. Ah! Look at this. Ole, hast du drin? Hast du noch eins? Ein kleines. Kein Geld? Nee, ich hab nichts. Warte. Han hat nicht mal Geld zum Boxen hier. Allah, ja. Ein Teller hat es Han nur. So, er hatte 2-6. Ja. Gut, gut. We'll be right back.